Was ihr schon immer einmal von einem Profisportler wissen wolltet, das habt ihr uns in unserer Insta-Story geschickt. Und ich habe hier Patrick Heckmann von den Bamberg Bastards, den ich ein paar Fragen davon stellen werde. Und Patrick, ich ziehe einfach eine und du... Sorry. Okay, wie viele Paar Sneaker stehen in deinem Schrank? Sneaker? Ja. Oder Schuhe? Nein, Sneaker, komm, in den Sneaker. 10. Bisschen. Ich bin nicht so ein großer Schuh-Freak-Fan. Ich mein, ja. Okay. Dann eine viele Frage. Bei der anderen war auch irgendwas mit Schuhen. Das sind die Schuhe. Was wärst du geworden, wenn du kein Basketballer geworden wärst? Pilot. Fühlt man sich gleich an jedem neuen Standort wohl? Ich habe jetzt einmal den Standort gewechselt. Und also es dauert schon ein bisschen, bis man sich heimisch oder wohl fühlt, aber es geht schon schnell, also vielleicht schneller als man denkt. Von daher, man hat doch genug Leute drumherum, die einem helfen, da anzukommen und sich einzuleben. Von daher, ich glaube, da ist jedes Team schon darauf bedacht, jeden Spieler so schnell wie möglich zu integrieren und dass er sich wohlfühlt. So. Worauf würdest du nie im Leben verzichten wollen? Urlaub. Gute Antwort. Ja. Ich habe gerade an Schokolade gedacht, aber Urlaub. Nee, Schokolade ist definitiv sehr viel wichtiger. Ja. Easy? Ja, Schokolade nicht, easy. Aber Urlaub ist, ich finde Urlaub. Schokolade richtig easy. Bleiben wir beim Essen. Was ist das beste Essen nach einem Spiegel? Also das beste Essen wäre wahrscheinlich gesundes Protein, gesunde Kohlenhydrate und. Wahrscheinlich heißt es, du es. Und das beste Essen nach dem Spiel, ich glaube, irgendeine geile Pasta. Die muss noch nicht mal top gesund sein, aber. Irgendwas, was gut tut. Alles klar. Nächste Frage. Hättest du früher gedacht, Basketballprofi zu werden? Also früher als kleines Kind und so auf keinen Fall. Da wollte ich Fußballer werden erstmal. Und dann irgendwann Pilot und dann kam Basketball. Also Basketball aber erst so also 13, 14, 15, sowas im Dreh rum. Bekommt man es als Spieler mit, wenn die Fans einen anfeuern? Wenn du auf dem Court stehst? Ja, aktiv weniger als wenn du auf der Bank sitzt, auf jeden Fall. Aber man merkt schon natürlich, wenn die Halle lauter ist, wenn ein bisschen mehr Stimmung da ist. Aber beim Spiel oder bist du so konzentriert auf was da passiert, dass du sehr wenig von außen wahrnimmst. Aber wie gesagt, wenn du auf der Bank sitzt oder beim Einlaufen, da merkt man das schon und das tut echt gut. Frisch tun, ne? Ja. Danke dir, Patrick, das war's. Gerne.